damit willkommen zu Beware of Trains. So, Bodycount 10, ja, ich habe schon mal ein bisschen angetestet, zumindest die erste Map, wie es überhaupt läuft. Und zwar, was ist das überhaupt für ein Spiel? Ja, ihr kennt bestimmt noch Flatout, ne? Da musst du so nicht nur Rennen, Rundkurse Rennen fahren, sondern auch ein bisschen rumcrashen und dafür gibt es Punkte. Das gleiche machen wir hier mit Zügen. So, wir gehen einfach mal rein, wir nehmen die erste Map. Ich habe, seht ihr auch, ihr habt da noch nicht wirklich gemacht. Collecting Chaos Mode, okay. Merry Christmas, alles klar. Ja, dann gehen wir einfach mal hier rein, ne? Und schauen uns das Ganze mal an. Okay, 22 müssen wir killen. Minimum 15 Objekte. Und Glue and Boosters only. 30 Leute killen. Okay. Was heißt killen? Also, ne? Okay. Der dahin startet, der hat Verzögerung 7 Sekunden, der 2 Sekunden. Schmeißen wir die einfach mal alle auf das Gleis. So. Clue. Das ist doch voll der Clue. Und den gibt man direkt mal einen Boost. Der hat 2 Sekunden noch. Ah, okay. So. So. Okay, mal sehen, was passiert. Der erste kommt schon. Das lief ja wohl nicht so ganz gut. Von jedem bisschen, was er füllt. Okay, der eine ist durchgefahren. Das heißt, man muss mal die Tools weg. So. Die Schienen sind noch so, ne? Ja. Ist klar. Okay. Wow, Alter. Da hat's schon mal gescherbelt. Da zieht's die Beine weg. Da zieht's die Beine weg. Ich frage mich, wo bleibt der andere? Oh, oh, der kommt.
Der andere Zug kommt. Oh Gott. Holy shit. Wow, Alter. Wo fliegt denn der hin? Die werden hier rum und um geschubst. Mr. Polizist versucht noch zu retten, was zu retten ist, zumindest sich selbst. Okay, also die 22 Leute haben wir auf jeden Fall schon mal. Was haben wir hier noch? Billboards sagt es weiter. Billboards. Jetzt müssen wir wissen, was Billboards sind, ne? Billboard? Ah, das sind hier die Werbetafeln, glaube ich. Warte mal, Werbetafeln und 15 Objekte. Die Tannenbäume rollen hier hinten weg. Okay. So, den haben wir. Du, den haben wir auch. Okay, Billboards sind, glaube ich, diese Werbetafeln. Die brauchen wir noch. Minimum 15 Objekte und die Billboards. Da brauchen wir erstmal Clear. Dann brauchen wir. Komm, wir machen hier mit Rampe. Rampe, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir hier noch ein Ding hin. Ich weiß nicht, ob die Rampe soweit passt. Das können wir ruhig so lassen. Das machen wir auch so. Da haben wir nur einen, ne? Weiß ich nicht, der dann auch so rausfliegt, wie er soll. Das heißt hier und dann darüber. So. Warte mal, ich mach mal die Mucke noch ein bisschen leiser. Okay, Escape geht nicht. Ja, dann machen wir einfach mal Start. Jawohl. Und 15 Objekte. Ja, haben wir gemacht. Schön. Alter. Okay, dann gehen wir in das nächste Level. Und wir sind im Wilden Westen. Boah, die Musik. Pferde sind ziemlich nah an den Gleisen. Wir sollen das Problem beheben. 8 Einwohner und einen Entgleis-Dingsbums benutzen. Okay.
Alter. Die werden hier direkt wegrasiert. Und die Pferde. Bäm. Schon der nächste Zug. Boah, bam. Aber die... Na, was, die haben es überlebt? Das war doch eine mega Explosion. Okay. Nur die Pferde. Die Pferde fehlen noch. Den brauchen wir ja, ne? Ja, ich lasse das mal so stehen. Okay. Bam. Alter, 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 Alter. Nein, wieso ist der da oben? Jetzt geht die Kirsche geknallt. Ah, die Männlein stehen auch ein bisschen immer anders. Oh Gott. Lauf! Lauf, Mädchen, lauf! Zweite Zug. Okay, diesmal haben wir die Männer nicht so gut erwischt. 8 Stück, also mit den Pferden, das passt so. Warum es den Einhänger da jetzt oben hingehauen hat, keine Ahnung. Vorhin hat es da auch geklappt.
deshalb wundert mich das jetzt. Da haben wir direkt 6 Stück auf einen Streich. Aber die mähen wir hier nicht weg. Ja. Es knallt da hinten wieder an die... Oh, doch, diesmal. Der Hänger zieht nach. Alles klar, wir haben 8. Yeah. Da hinten standen anscheinend auch noch welche. Ja. Das war noch nicht alles. Da fehlen noch 2 Züge. Boah. Fliegt der da hin? Das ist ja cool. So, wir könnten theoretisch weiter ins nächste Level. Machen wir einfach mal. So. Ach, so, man hat ein bisschen Musik wieder nachgeriegelt. Schick den VIP in eine andere Welt und zerstör sein Auto. Dann haben wir 8 von diesen Agencies. Zerstöre ein Minimum von 30 Objekten. Maximal ein Entgleiser. Keine Rampe nutzen und 42 irgendwas wegbalzen. Das VIP-Auto ist bestimmt das da. Zwischen den Polypen. Und dann haben wir da bestimmt den VIP. Zumindest stehen die alle so ein bisschen ringsrum. Und nochmal einen Boost hin. Let's go. Okay, der andere Zug kommt dann auch. Alter. Erwischen wir noch? Nee, knapp daneben. Oder doch? VIPs hinüber. Oh shit, das wird eng mit dem anderen Zug. Das wird eng. Ich glaube, wir hängen an dem Hänger dann fest. Nein. Oh shit. Sein Auto bloß treffen.
Nur sein Auto. Oh, das wird knapp. Komm ob noch ein paar Hänger hinterher. Steht da einfach noch. Da kommt noch ein zweiter Zug. Und hier auch. Einfach über die drüber. Ja, ändern ist fertig. Finde ich gut. Direkt zum nächsten Level. Wir wollen uns das ja ein bisschen anschauen hier. Okay. Die Flagge zerstören, 40 Dinge in total Flagge und so ein Totem. Oh, die Flagge ist da hinten. Totem ist hier vorne. Okay, und wir haben keine Weichen. Und die Räder haben wir zwei. Die Frage ist, ob das so reicht, vielleicht hier so. Ich bin da zwei Komma aus der Mitte. Dynamit dahin.
bisschen Explosion hier reinbringen und mir legt noch einen Schnaps hier irgendwo hin. Wir sind am Rollen. Schrammen wir den Turm noch? Nee. Zug soll sich speichern. Fährt da gar nicht durch. Wo das Haus fliegt. Dann kommt der Totem langsam in die Patrouille. Schieb den anderen Zug einfach weg. Okay. So, dann hätten wir das mit der Fahne schon mal erledigt. Totem nicht. Schade. Hm.
Weiter runter. Nochmal weiter runter. Achso, sollten die zuerst kommen? Schon erledigt. Und voll auf den Totem. Jawohl. Schiebt den anderen wieder weg. Schön. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.